Willkommen bei einem neuen Video hier von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns der musikalischen Richtung der Musik zuwenden. Dabei gucken wir uns das Stück von Aro Pärt, Credo, an und bewerten, inwiefern dies eine ganz neue Musik ist, aus alten entstanden. Wir würden uns freuen, wenn ihr dazu nochmal unseren Kanal abonnieren würdet und ein Like da lassen würdet, sowie die Glocke aktivieren würdet. Das würde uns wirklich sehr weiterhelfen. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit dem Video und los geht's. Fangen wir direkt mal an mit den Hintergründen dieses Stück. Und zwar wurde dieses Stück auf dem Stück von Johann Sebastian Bach, dem Präludium in Fuge C, aufgebaut. Dabei haben wir ein sehr traditionelles Stück, was dann in Chaos und einer neuen Ordnung aufgebrochen wird, und zwar durch Aro Pärt. Dabei gibt es einen fundierten Text, der nach Matthäus 5, 38 bis 39, dem Alten Testament der Exodus-Geschichte 21, 24 entspricht. Dabei haben wir eben das Zitat Auge für Auge, Zahn für Zahn, was dann metaphorisch ja fast das Chaos im Neuen Testament hindeuten soll. Das Alte Testament ist dabei der Rahmen, eben diese Credo-Geschichte nach Matthäus. Dabei verwendet Aro Pärt einen Chor, um dies hervorzuheben. Da sind Männer und Frauenstimmen grundsätzlich komplett gleich. Insgesamt kann man dabei ein Spannungsfeld zwischen Ordnung und diesem Chaos eben verorten, da durch die grafische Notation Freiheiten für den einzelnen schaffenden Künstler freilässt. Dabei sind Balken eben ein frei spielendes Organ seiner Notation. Bei dem rund 10-minütigen Credo ist dabei auffällig, dass wir zunächst einen sehr strukturierten, fröhlichen Part haben, um dann anschließend in ein Chaos auszubrechen. Dieses Chaos bedeutet eben genau dieses Neue Testament. Der vorherige Rahmen ist auf das Alte Testament zurückzuführen. Danach, in den letzten 3-4 Minuten seines Stückes, finden wir wieder einen Aufbruch in das neue Chaos hervor, welches uns ja diese neue Struktur des Alten Testaments näher bringen soll. Dabei setzt er das Einsetzen von ruhigen Klavieren als zentralen Klang sozusagen hervor. Um einen Fachbegriff zu nennen, der eben ja dieses Chaos beschreibt und diese Kompositionsidee zu beschreibt. Hier bitte mitschreiben, denn das ist bestimmt von euren Lehrern gefragt. Das fängt nämlich unter dem Prinzip der Addition und Subtraktion statt. Und dementsprechend haben wir hier einen, ja, ganz neuen Umgang mit Noten. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser kleinen Zusammenfassung von Aro Pärts Credo jetzt weiterhelfen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Like da, abonniert unseren Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, noch viel Spaß beim Lernen, haut rein und ciao. So delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, someday.